So, Michael, komm mit mir. Also ich möchte jetzt auch erstmal alle herzlich begrüßen und mich bedanken, dass ihr gekommen seid. Wie ist die Aufbruchstimmung? Ja. Es ist wirklich, hier passiert etwas, was, ja, wir können es gar nicht in Worte fassen, glaube ich. Oder wie geht dir das, Michael, damit? Du warst ja letztes Mal nicht da. Wie fühlst du dich? Wie in der Familie, oder? Ja, das ist richtig. Es ist wieder ein Nachhausekommen. Ja. Bitte die Erkältung zu entschuldigen, aber ich kann es nicht ändern. Aber wahrscheinlich ist das hier Gesundbrunnen und wird schon werden. Genau. Ja, die Energien sind wirklich spürbar. Oder? Was? Da wird gelacht. Nein, es fühlt sich wirklich sehr gut an und das freut mich, dass die Leute auch wiederkommen und nicht sagen, beim letzten Mal ist ja eigentlich nichts passiert. Also das ist natürlich so, wenn Leute jetzt konkrete Erwartungen haben, dass wir hier mit dem Aufbruch auf einmal die gesamte Politik in Deutschland innerhalb von 2-3 Monaten verändern, ist die Erwartungshaltung einfach zu hoch. Viele Dinge, die passieren im nicht sichtbaren Bereich, wahrscheinlich der allergrößte Teil, den können wir gar nicht so direkt sehen, aber es passiert etwas auf alle Fälle und darüber bin ich sehr, sehr froh, was hier alles zusammenkommt an spannenden Themen und wichtigen Impulsen, auf die man noch gar nicht gekommen ist. Ja, wir haben heute viele... Es wird ein spannendes Programm geben, ja. Die 2 Tage und insofern auch ein Schritt in eine weitere, konkretere Richtung und das ist ja genau das, was wir gemeinsam schaffen wollen, dass wir die einzelnen Bereiche, die einzelnen inhaltlichen Bereiche vertiefen wollen. Wir haben jetzt, wie schon beim vergangenen Mal und im Unterschied zum ersten Mal, Vorträge, kurze Vorträge, man nennt das so quasi so Incentive-Referate, so solche Kurzvorträge, die in die Tiefe gehen und das konkretisieren, vertiefen sollen und werden, was wir in unserer allerersten Zusammenkunft auf die Schiene gebracht haben. Und das ist eigentlich ein schöner Beitrag in einem Wahljahr, wo ja nur Sprechblasen die Runde machen und verkündet werden und wo die eine Sprechblase eben durch die andere abgelöst oder in Konkurrenz dazu, in eine Pseudokonkurrenz einer Verlautbarungsdemokratie ergießt, während hier substanziell gearbeitet werden. Also ihr könnt sicher sein, dass das, was wir heute auch an Inhalten und morgen an Inhalten dann im landwirtschaftlichen Bereich haben werden, dass das mehr Substanz hat als diese 600 so und so viel Hanseln da im Reichstag, wenn die über irgendwelche Dinge reden. Und das macht einfach Spaß, dass man weiß, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Und wir werden konkreter und wir gehen wirklich die Zukunftsfragen an. Und es wird richtig gute Zukunftsmusik heute hier und morgen gespielt werden. Ja, richtig. Und wir haben eben die Bereiche Wissenschaft und Forschung sowie Gesundheit und Heilung heute. Morgen Spiritualität und Bewusstsein und Tiere und Landwirtschaft. Einfach um das nochmal zu sagen. Das sind natürlich eigentlich alles wichtige Themen, aber alles übergreifend ist natürlich das Bewusstsein, dass man sich klar macht, was läuft hier eigentlich. Du hast die Politik, die wir haben, angesprochen, die im Grunde im Moment nur danach guckt, wie viel Prozente in den Wählerumfragen in der Gunst sie dastehen. Und es geht immer nur um Wachstum der Wirtschaft, es geht um Quoten, Arbeitslosenquoten und irgendwie das noch so ein bisschen zu kitten, dass das irgendwie funktioniert, aber dass das System schon lange nicht mehr funktioniert, das merken wir in allen Bereichen. Es geht vor allen Dingen in dem, was wir dort immer erleben, darum, dass vor einem Wahltag irgendwelche Dinge angesprochen, versprochen werden. Und es gibt ja dieses schöne Zitat von dieser, ihr kennt sie alle, die darauf hingewiesen hat, dass man natürlich nicht erwarten kann, dass das, was vor der Wahl gesagt hat, auch nach der Wahl Gültigkeit hat. Sie sagt es ganz ehrlich. Ich habe das in meinem Vortrag eingebaut, mal so als Clip, das gibt es also als Video. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich hier grundlegend unterscheidet. Es geht nicht um die Politik eines Versprechens,
für ein bestimmtes Datum und das ist dann 14 Tage später ungültig oder muss in irgendwelchen Koalitionsmüll verwässert werden, sondern wir wollen wirkliche Lösungen. Wir wollen Lösungen für die Zukunft und das ist ein Prozess, nachdem viele Jahrzehnte in diesen Punkten hier in diesem Land gar nichts passiert ist, sollten wir einfach Geduld haben. Das ist nichts, was heute und morgen passieren kann, aber der Weg und der Prozess, den wir hier begonnen haben, das ist etwas, was mehr Wert und mehr Bedeutung hat, als das, was dort eben verlautbart wird. Und insofern ist es schön, dass ihr alle wieder da seid und dass wir einfach weitermachen. Genau. Das Thema Gesundheit und Heilung ist eigentlich symptomatisch für das, was schiefläuft in dieser Welt, weil man denkt, man ist wirklich sehr auf die Krankheit ausgerichtet, man muss sie bekämpfen und es gibt Krebs und man muss dann mit irgendwelchen harten Sachen dagegen kämpfen. In Wirklichkeit ist Krankheit eigentlich immer nur ein biologisches Sonderprogramm, um zu zeigen, da ist etwas, was geheilt werden will. Wenn ich Fieber habe, ist es vollkommen Quatsch, das Fieber runterzudrücken, weil das ist ja der Heilungsprozess. Das ist ein sinnvoller Prozess, den die Natur so eingerichtet hat. Und tatsächlich sind die meisten Krankheitsprozesse eigentlich Heilungsprozesse. Das heißt, wir können viel mehr Angst auch draus nehmen, dass wir Krebs oder sonst was bekommen könnten, weil, soll ich das jetzt ansprechen? Ja, ist eigentlich egal. Ich will ein bisschen was über die germanische neue Medizin sagen, weil das sehr, sehr elementar ist, weil es einfach klar macht, dass wenn wir krank sind, selbst bis zum Krebs, wir da gar keine Angst vor haben müssen, sondern es ist ein sinnvolles Geschehen und man kann genau eigentlich gesetzmäßig erkennen, dass eine bestimmte Ursache ein bestimmtes Geschehen auslöst. Das heißt, wenn ich einen Konflikt habe, dann wird da eine konfliktaktive Phase ausgelöst und wenn dieser Konflikt wieder gelöst wird, dann kommt die Heilung und dann gibt es eine Heilungsphase, in der dann auch wieder bestimmte Sachen ablaufen im Körper. Und viele Dinge, die wir als Krankheit ansehen, die sind im Grunde eine Heilungsphase. Zum Beispiel ist Leukämie ist die Heilungsphase von Knochenkrebs. Und wir machen dann, oh, Hilfe, da hat jemand Leukämie und da müssen wir jetzt Knochenmark spenden oder was auch immer, ganz schwere Geschütze auffahren, während früher auch die Kinderärzte gesagt haben, Leukämie beim Kind, kommen Sie im halben Jahr nochmal wieder und dann ist das wahrscheinlich weg, weil die einfach gemerkt haben, das ist gar nicht so dramatisch. Ich will ein Beispiel aus der germanischen neuen Medizin nach Dr. Hammer einfach mal erwähnen, weil das sehr schön aufzeigt, was da läuft. Da war ein junger Typ, der hatte Knochenkrebs und die Ärzte haben schon gesagt, wir müssen wahrscheinlich ein Bein amputieren. Und dann haben die Eltern gesagt, das ist ja nicht so toll, die haben mal Dr. Hammer angesprochen und der hat natürlich gesagt, okay, da muss irgendwo eine Ursache sein, ein Konflikt. Erzähl mal, was hast du so die letzten Wochen, Monate erlebt? Ist da irgendwas gewesen, was dir ganz schlimm so ins Bein gefahren ist sozusagen? Und dann hat er erzählt, ja, er hat Fußball gespielt in einer Schulmannschaft und hat dann irgendwie ganz dumm einen Ball nicht gehalten oder was. War ihm also wirklich in dem Augenblick ganz unangenehm. Man kennt die Situation, wenn man wirklich am liebsten am Boden versinken würde, weil es so peinlich ist. Für die anderen war das nicht schlimm, aber für den, es geht darum, dass in dem Augenblick für ihn das ganz dramatisch war, ein Konflikt. Das war der Auslöser für diesen Knochenkrebs. Dann haben die gesagt, okay, was können wir machen? Wie kann man das, den Konflikt lösen? Sind dann zur Schule gegangen, zur Fußballmannschaft und haben gesagt, wie war das denn damals? War das wirklich so schlimm? Doch, nein, überhaupt nicht. Das war, kommt immer mal vor, dass jemand einen Ball ganz blöd nicht hält oder dass er durch die Beine rutscht. Das passiert ja selbst den Profis. Was ist das Drama? Ja, und könnte der dann auch wieder spielen, wenn er wieder gesund ist? Natürlich kann er wieder mitspielen, gar kein Thema. Da ist also im Grunde der Konflikt gelöst worden. Dann ging das in die Heilungsphase. Und Dr. Hammer konnte genau sagen, das dauert so und so lang. Das ist jetzt halt auch, kann ein bisschen schmerzhaft sein, weil der Knochenkrebs natürlich jetzt auch das Gewebe wieder verändert wird. Das heißt, der Körper hat da ein bestimmtes Programm, um dieses wieder zu heilen. Und tatsächlich musste dem Jungen nicht das Bein amputiert werden. Der konnte nachher auch wieder Fußball spielen. Das heißt, so, das ist ein Beispiel und das geht in allen Bereichen, wo wir Krebs haben oder andere schlimme Krankheiten, dass wir meinen, wir müssen jetzt das bekämpfen, aber in Wirklichkeit, wenn wir die Ursache erkennen, könnten wir da ganz anders rangehen und wir bräuchten auch gar nicht so Angst haben. Ich habe überhaupt keine Angst mehr, dass ich irgendwo Krebs kriegen könnte. Es ist so gesetzmäßig, dass man Dr. Hammer
Ich erzähle das mal andersrum. Es gibt eben bestimmte Korrelationen, also ein bestimmter Konfliktinhalt korreliert mit einem bestimmten einer bestimmten Krankheitsart und es korreliert mit einer bestimmten Stelle im Gehirn. Die kann man auch im Computertomogramm sichtbar machen. Ich habe das mal erlebt, da hat jemand Dr. Hammer so ein Computertomogramm von einem Bekannten gegeben. Der Dr. Hammer wusste nichts über diesen Patienten, aber der hat dann gesagt, der hat irgendwas mit dem Bein, der hat ein Problem mit seiner Mutter, der kann nicht. Der hat so ein paar Sachen erzählt, wo man denkt, woher weiß er das? Der hat das aus diesem Computertomogramm vom Gehirn von dem Bekannten abgelesen, weil das eben wirklich so gesetzmäßig ist. Das heißt, wenn man sich da intensiver mit befasst, dann kann man im Grunde alles gesetzmäßig erkennen, was da läuft. Und Dr. Hammer konnte auch immer bei allen Leuten genau sagen, in welcher Phase das jetzt ist, wie lange das dauert, bis diese Prozesse abgelaufen sind und dann die Heilung eingetreten ist. Das kann dann eben mal eine Woche wehtun oder was auch immer. In der Öffentlichkeit wird das eben total verteufelt. Er wird als Scharlatan dargestellt. Er lebt jetzt im Ausland. Seit über, ich glaube, 30 Jahre sind das schon, gibt's das schon. Wird das nicht weiter erforscht. Es wird nicht gelehrt an den Universitäten. Und es ist wirklich ein Wissen, was jeder sich aneignen kann. Das heißt, jeder kann sich damit befassen. Da muss man nicht zum Arzt gehen und sagen, Doktor, wie geht's mir denn? Sondern ich kann einfach gucken, was könnte da die Ursache sein, wenn Tante Mimi Krebs hat zum Beispiel, da kann es sein, dass die Katze gestorben ist. Weil wenn die Tante Mimi ganz alleine lebt und die Katze war ihr einziger Lebenspartner sozusagen, der noch da war und der ist auf einmal weg, dann ist das für die ein hochdramatischer Konflikt. Ein Außenstehender würde sagen, ja, das kann doch nicht die Ursache sein, dass sie jetzt Krebs kriegt. Es kann aber tatsächlich für sie eben so ein dramatischer Konflikt sein, dass sie davon krank wird. Und wenn wir das erkennen, können wir eben wirklich auch bei anderen sehen, ach, das muss das und das und das sein, ne? Und dann können wir auch ganz beruhigt sein und sagen, okay, wenn wir einen Konflikt lösen können, dann kommen wir in die Heilungsphase und dann hat das eben auch nochmal bestimmte Symptomatiken. Aber die können wir ganz vertrauensvoll dann begleiten. Manchmal kann man natürlich auch schulmedizinisch was begleiten. Das heißt nicht, dass man nicht mal auch irgendwo eingreifen muss. Aber man sieht die Gesetzmäßigkeiten und kann sehr viel entspannter an Krankheiten reingehen. Und man muss auch gar nicht so viel Angst haben. Diese ganze Medizin, die wir haben, die ist ja, die macht Angst, die arbeitet mit Angst, Angst vor Krebs, Angst vor AIDS, dass wir uns irgendwo anstecken. Wir lassen uns impfen, weil wir Angst haben, dass wir vielleicht sonst die Krankheiten kriegen könnten. Das gesamte Gesundheitssystem ist eigentlich ein Krankheitssystem. Die Überschrift über diesem ganzen Thema, das werden wir jetzt auch gleich in den ersten Vorträgen erleben, ist natürlich eine Profitorientierung eines wirtschaftlichen Systems. Das, was Joe gerade gesagt hat, wie man dann Konflikte löst, ist, dass man eben mit dem Jungen zu seinen Fußballkameraden hingegangen ist. Ist natürlich preiswert, ne? Kann man nichts, keine 100.000 mit verdienen. Das ist tatsächlich so bei Krebs. Ja. Die Pharmaindustrie verdient an einem Krebspatienten Hunderttausende und der stirbt dann eventuell doch, ne? Und das kann man sich ausrechnen bei Millionen. Ja, das eventuell kannst du in der Regel sogar streichen. Also, es geht um sehr viel Geld. Ja. Und das ist bei der Landwirtschaft so, das ist bei dem Thema Energie natürlich dasselbe. Es ist in ganz, ganz vielen Bereichen, wo die sinnvollen, die humanen, die nachhaltigen, die für die Erde, für unseren Planeten verträglichen Lösungen halt Lösungen sind, die nichts kosten oder ganz, ganz wenig kosten. Und das ist in einem kapitalistischen System, bei dem es um Profit geht, um Wachstumswahn und solche Dinge geht, natürlich der GAU für ein solches Denken. Und deswegen sollten wir uns auch da ganz auf der anderen Seite entspannen, wenn es dann zu Angriffen kommt und wenn man dann Impfgegner, Joe und ich haben noch sehr gut die Anita Petek gekannt, die im Schweizer Fernsehen als Impfgegnerin vom Chef des Schweizer Gesundheitsamts mit Holocaustleugnung auf eine Stufe gebracht wurde, weil sie sagt, das ist dasselbe. Wer hier die Impfmechanismen leugnet, der ist dann morgen beim Holocaustleugnen da dran. Bei AIDS, Virusleugner, da ist dann schon die Begrifflichkeit so dicht dran, dass man gleich weiß, jetzt kommt die ganz große
braune Keule, die dann zuschlägt. Also das sollte man sich ganz entspannt. Es geht bei all diesen Dingen um Profit. Und in dem Moment, wo man Lösungen anbietet, die eben nicht an der Profitfrage, sondern an der Sinnhaftigkeit orientiert sind, legen wir uns mit milliardenschweren Branchen an und dann schlagen die halt zu, weil sie sich diese Profits nicht nehmen lassen wollen. Da muss man durch, da sollte man aber dann einfach ein dickes Fell haben und also wir haben das inzwischen. Genau. So ist es. Und ja, danke. Es sind bezahlte Leute, die in den Foren und in den Blogs schreiben und es gibt Seiten, die werden einfach vom System finanziert, damit man über uns herzieht und uns alles Mögliche anrichtet, von Scientologen, Mitgliedschaft über, ja, Rechtsextrem ist natürlich sowieso immer ganz beliebt, also wir sind in allen möglichen Schubladen, in die wir gleichzeitig mit Spagat hineinpassen. Vielleicht da auch, weil die von euch, von Ihnen, die bei uns im Forum sind, sich da vielleicht auch über das ein oder andere schon mal ein bisschen geärgert haben, wenn es da zu vielleicht nicht ganz so sachlichen Diskussionen kam. Damit muss man leben. Das ist einfach etwas, was wir wissen, dass so etwas kommt. Gemacht, Und ich hab das in der beruflichen Laufbahn so häufig erlebt, dass es richtige Auftragsschreiberlinge gibt, die dann in irgendeinem Forum irgendeine Diffamierungskiste hinterlassen, dann ins nächste gehen und dann riesige Aufgeregtheiten stattfinden in einem solchen Forum. Die sind psychologisch sehr gut geschult, die wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, um so ein Forum zum Sprengen im Ernstfall. Nämlich, dass man dann sagt, ihr zensiert ja. Das kann man einkaufen. Ja. Das gibt es bei den PR-Agenturen, ist das Guerilla-Marketing. Das ist jetzt kein, nein, das ist wirklich, es ist eine Form von Guerilla-Marketing, dass man sagt, ich diskreditiere und diffamiere den Konkurrenten oder in dem Fall den, also wir sind, auch wenn wir jetzt keine Alternativangebote in Form von Medikamenten für die Pharmaindustrie anbieten, sind wir natürlich Konkurrenten der Pharmaindustrie, der Lebensmittelindustrie, der Pestizidhersteller, der Ölindustrie und all den anderen Figuren, die es auf diesem Planeten gibt. Und insofern werden dann eben bezahlte Figuren im Guerilla-Marketing auf solche, auch auf einen solchen Aufbruch, auf eine solche Idee, auf eine Gruppe wie uns angesetzt. Da muss man das sehr locker sehen und wir haben Profi-Administratoren im Forum und diejenigen, die dann auch dafür sorgen, dass es nicht ausufert. Das ist wichtig, aber das ein oder andere an miesepetriger Stimmung oder an pseudomäßige Kritik, das nehmen wir zur Kenntnis und diejenigen, die es wirklich ernst meinen, die mit uns diskutieren wollen, die Anregungen haben, die Vorschläge haben, auch kritische Anmerkungen, super und herzlich willkommen. Mit den anderen müssen wir einfach leben, ist halt so. Man muss auch manchmal Eingriffe machen, es geht nicht. Man kann natürlich die Stimmung ganz schnell wirklich runterziehen lassen und so ein Forum auch vor die Wand fahren lassen, wenn man nicht manchmal wirklich irgendwo sagt, hier muss jetzt mal ein Schnitt passieren. Das wirft man uns dann natürlich vor, dass wir dann auch zensieren, wie die da oben. Aber es ist wirklich eine ganz andere Sache bei uns. Wir machen das, um das zu schützen. Und wir wollen eben ja auch eine Aufbruchenergie und wir wollen nicht uns von energetisch hinabziehen lassen. Es gibt Leute, die können das sehr geschickt machen, dass man so ein ganzes Forum runterzieht. Und es ging, wir hatten unsere Krisen, dass wir wirklich wochenlang nicht zu gebrauchen waren, weil da Sachen über uns geschrieben wurden und teilweise die Leute bei uns dann sagten, oh, warum machen wir das eigentlich noch? Und das kann es ja nicht sein, dass wir das zerstören lassen durch solche Leute. Also wir machen weiter, der Aufbruch geht voran.